Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 7. In der letzten Folge haben wir den Makoreaktor erreicht, unsere Bombe gelegt und dann ist alles aufgeflogen. Shinra hat uns eine Falle gestellt. Nach ein paar Flashbacks mit Tifa in einem anderen Makoreaktor sind wir dann ja quasi in die Falle gelaufen und nun sind wir quasi Staatsfeind Nummer 1. Und nun heißt es entweder abhauen oder sich der Gefahr stellen. Und was machen wir natürlich? Ja, wir machen einen riesen fetten Roboter fertig. Jetzt noch nicht, aber demnächst. Viel Spaß. Eins, zwei. Hey Leute, hört mal alle her. Alles, was Shinra euch erzählt, ist gelogen. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Und Shinra schlürft einfach alles weg. Aus diesem Grund. Barrett, was ist denn in dich gefahren? Na, wenn die schon alles übertragen, sollten wir die Chance ergreifen. Glaubst du, die lassen den Ton laufen? Das ist ein guter Einwand. Mir interessiert schon, was die Terroristen sagen. Seht ihr nur, was sie machen. Ich geh mal hier hinten hin. Komm mal hier kämpfen. Bitte. Naja, gut, dann schalte ich wenigstens die Laserkanone aus. Blitz und Donner. Alles geht was. Warum gehst du auf mich? Bin bereit. Der hat doch echt Probleme, der Junge, oder? So. Und jetzt kümmern wir uns um dich. Limit habe ich nicht notwendig für den. Ich mach zweimal den hier und dann ist er weg. Materiestufe, Gewitter und heilen. Nice, heilen ist immer gut. Apropos heilen, es geht wieder los. Das ist das, was ich gut kann. Rumstehen und nichts tun. Irgendwelches Zeug hinter die Binde kippen. Das kann ich gut. Da bin ich Profi für. So, vom Boss werden wir uns sowieso wieder heilen können. Vielleicht ist hier noch ein bisschen Heilung drin. Nichts! Na, danke für nichts. Na, guck mal. Ich kann doch jetzt einfach zurücklaufen. Und dann das andere aufhalten. Wo ist denn das Problem? So, Fingerschuss. Jetzt bist du dran. Der KI-Kern auf diesem Lift macht den Roboter schneller, oder? Hast du dich entschieden? Nee. Wir machen ihn einfach ganz kaputt. Der kommt ganz nackt in Unterwäsche zu uns. Der KI-Kern wird entsorgt. Gute Wahl, Cloud. Das heißt, wenn wir genau aufpassen, können wir alles entsorgen. Also bisher haben wir es schon alles entsorgt. Wenn da gleich noch mehr PCs kommen, müssen wir natürlich wieder aufpassen. Aber ich mache das vorsorglich schon mal. Immer schön auf Ecken achten. Wobei, es ist ja wirklich nicht so, als wären die schwer zu sehen, ne? Also, das ist ja easy Kram. Alles verladen? Jawohl, Sir! Die Eindringlinge sind hier! Schnappt sie euch! Wie einfach da am PC steht. Wir greifen an! Verdammt! Weitere Verzögerungen können wir uns nicht leisten! Sorgt dafür, dass die Fracht hier ankommt! Kein Problem! Wir kümmern uns darum! Der steht da immer noch! So, nochmal schöne Schwertkunst. Oh, Stufe gestiegen. Oh, jetzt steht er nicht mehr. Alles klar, Karte. Eine Karte gefunden? Nur eine. Dummerweise gibt's aber drei Lifte. Drei? Wahl der Wahl.
Oh, das heißt, du wirst noch 2 Schlüssel finden. Eventuell kriegen wir das hin, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich denke, wir finden noch eine. Da haben wir nochmal die Bomben. Da haben wir nochmal einen KI-Kern. Und da haben wir nochmal Komponenten, die nichts bringen. Also, wir fangen wieder damit an. Der Lift hier ist für eine Gigabombe. Wie wir uns auch entscheiden, Shinra wird sich sicher grün und blau ärgern. Die armen Speedrunner. Die müssen das so durchstehen. Die Gigabombe wird entsorgt. Tschüss, Gigabombe. War mir eine Freude. Das wird dem alten Heidegger ganz sicher nicht schmecken. Okay. Mindestens einen Schlüssel möchte ich auf jeden Fall finden. Huch. Wieso ist hier zu? Achso. Haha. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wer hier am Ende ein Exempel statuiert. Bist ja blendend gelaunt. Na, ganz Midgar wird dabei zusehen, wie Shinra sich bis auf die Knochen blamiert. Die Spinner nehmen uns die Arbeit praktisch ab. Kommt jetzt etwa ein Freudentanz? Von mir aus gern. Darf ich bitten? Du bist auch eingeladen, Cloud. Danke, verzichte. Okay. Hier ist eine Karte, das spüre ich. Aber keine Gegner. So ist diese Kiste blau. Lila. Überschallfäuste. Die war, ich habe ein Geschenk für dich. Ja, das wollte ich nicht. Ein blitzschneller Ausweichschritt mit anschließendem Faustschlag. Schockpotenzial mittel. Gegner schocken. Oh, 4 Materiaplätze. Aber weniger Schaden. Aber dafür 4 Materiaplätze. Ich meine, ich benutze ja eh selten, von daher. Ich kann dir den Ausweichrundumschlag geben. Lol. Geht das überhaupt mit den Fäusten? Da steht ein C dran. Dieser Gegenstand ist gerade von Cloud angelegt, achso. Hier fehlt ja noch Blitz, ne? Dann bin ich jetzt zufrieden. Wo ist die blaue Karte? Die muss hier sein. Keine blaue Karte hier? Das halte ich jetzt für ein Gerücht. Ich hätte schwören können. Na, vielleicht haben wir doch nicht mehr die Auswahl. Vielleicht, aber ich habe mich richtig entschieden. Die Ultimate ein bisschen zu schwächen ist immer ganz gut. Wegen der Saboteure fehlen uns notwendige Teile. Bitte umgehend Ersatz aus Ebene B5. Roger! Die Hallo! Bringt sie zurück! Komm, schieß doch. Schieß! Beide! Macht ihr auch irgendwas? Da schlägt er mich einfach. Na gut, dann machen wir ein paar... Wo ist eigentlich unser Ausweichdingenskirchens? Keine Ahnung. Ich meine, wenn wir es schon angelegt haben, dann müssen wir es doch auch nutzen können. Au! Jetzt hab ich in den Rücken geboxt. Okay, dann machen wir mal einen Wutangriff und dann machen wir noch einen Schockschuss und dann ist er schon tot. Oh. Einfacher geht's nicht. Dann mal weiter. Was wird von hier verschickt? Bomben. Es gibt insgesamt 4 Lifte.
Wir brauchen mehr Schlüsselkarten. Ne, kriegen wir aber nicht. Ist doch die Problematik. Aha. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe. Ich bin geneigt, kurz zurückzulaufen. Und nochmal alles anzugucken. BRB. Ja, guck mal, ich habe wirklich was verpasst. Ich hatte das Gefühl, irgendwas vergessen zu haben. Gewitter. Naja, haben oder nicht haben. So, ich bin ganz zurückgelaufen, aber mehr als das Gewitter habe ich nicht gefunden. Na gut. Das heißt, wir haben nichts Wichtiges verpasst. So, da wären wir wieder. Also, wir haben hier wahrscheinlich zwei Chips, ne? Genau. Eine Bombe, die ich auf jeden Fall entferne. Eine Gigabombe. Wirf weg, was den Hobo am meisten schwächt. Somit hat er keine Bomben mehr für die Ulti. Zumindest theoretisch. Die Gigabombe wird entsorgt. Die Shinra-Deppen werden ganz schön blöd aus der Wäsche gucken. Mal gucken, ob er überhaupt noch die Ulti einsetzen wird. Ob da überhaupt Munition rauskommt. Und ein Chip. Dieser Lift ist für den KI-Kern. Sehen wir, was es sonst noch gibt und entscheiden dann. Ja, ich weiß, was es gibt. So, wenn wir jetzt noch zwei Karten... Nee, eine. Wir brauchen noch eine, um einen Chip zu entfernen. Der KI-Kern wird entsorgt. Aber rein theoretisch müsste er jetzt noch zwei KI-Kerne haben. Das geschieht diesem Heidegger recht. Ob wir es jetzt leichter mit dem Roboter haben? Haben jedenfalls getan, was wir konnten. Ganz genau, das haben wir. Und jetzt wird der Blechklotz auf den Schrottplatz verfrachtet. Oh, geht das schon los? Wir sind fast draußen. Tiefer, bist du bereit für die Sprengung? Jederzeit. Okay, machen wir mit dem Hobo kurzen Prozess. Ja. Kriegen wir hin. Nichts überstürzt. Ach so, du bist es, Barrett. Ich hab gedacht, da wäre noch einer. Ah, da ist tatsächlich noch einer. Uns geht es jetzt lebenstechnisch nicht wirklich gut, ne? Ah, das kriegen wir schon hin. Wir sind auch einfach ausgewichen. So, ich benutze mal ganz kurz Chakra. Drecksack. Der weicht immer aus. Das ist ein Drecksack, ist das. So. Ups, auf jeden Fall einer weniger. Und dann heilen wir uns gleich mal. Haha, nicht getroffen, abgesoffen. So. Der Sack. Ist das alles? Ist er ausgewichen. Der Feind ist geschwächt. Schluss jetzt. Limit spare ich mir auf, ganz ehrlich. Das lohnt sich nicht. Er wird wahrscheinlich gleich wieder bei Null sein, ne? Ist ja, glaube ich, jeden Kampf anders. Sieg. Dir ruhig schön. Shiva, das ist scharfes Essen. Das willst du nicht. Wenn du gleich hier rumschreist, hast du selber Schuld. Jetzt... Ich glaube, ich muss mal den Katzen Essen geben. Den Essen Katzen geben. So, dann wollen wir mal dem Roboter ordentlich die Fresse polieren. Halt! Gegengift. Das werde ich beim Roboter definitiv gebrauchen können. Hallo? So, was haben wir denn hier? Schlüsselkarten. Jetzt zeigt sich, ob unsere Aktion ein Erfolg war. Blechklotz, wir kommen. Okay, aber wo geht's dann? Task complete. Kommt er da aus der Tür raus, oder was? Was soll das jetzt?
Die Leitern sind alle hochgefahren, oder? Runter müssen wir nicht. Ja, Leitern sind alle hochgefahren. Das wäre quasi unser Fluchtweg gewesen. Das hier ist bestimmt die Entsorgungshalle. Ich will da rein. Oder muss der erst kaputt gemacht werden? Schauen wir mal. Vielleicht kommen wir zurück, wenn es geht. Statusbericht. Munition fehlt. Wir suchen nach einer Lösung. Beeilung. Heidegger hasst warten. Ha. Noch nicht fertig. Eindringlinge, auf Sie! Verschafft uns doch etwas Zeit! Nein, nicht die Schildtypen. Heidegger hier. Wie ist die Lage? Wir werden es zeigen. Lenkt sie mal ab. Ich hab was gefasst. Wir kämpfen mit allen Mitteln gegen die Eindringlinge. Ich krieg dich schon. Oh, ich hätte mich noch heilen sollen, ne? Ah, ich glaube, wir haben gleich beim Roboterkampf ein kleines Problem. Ja, schön. Okay. Au, au! Er hat mich in die Ecke gedrängt. Leute, Hilfe! Oh, verprügelt. Au, au, was zum Teufel war das? Wenn wir mit euch fertig sind, hat der Airbus dann nicht gut. Immer schön von hinten an die Sache ran. Au. Richtige Schweine. Ich bin bereit. Oh, mein Freund. Das wirst du nicht kommen sehen. Offensichtlich hat das doch irgendwie kommen sehen. So, ich sollte so viel Chakra verwenden wie möglich, ne? Irgendwer wirft Granaten. Ach, der da hinten. Okay, kein Problem. Erstmal Chakra. Was für ein dämliches Arschloch. Okay, Barrett. Machen wir einen Schockschuss gegen den. Ist abgeblockt, ja, aber ich bin genau hinter dir. Na? Das habt ihr davon. Seht mal. Ja, ich guck gleich. Ich muss wichtige Dinge tun. Ich wette, man kann sich hier gleich irgendwo heilen vor dem Kampf. Der Airbuster ist weg. Ja? Das ist eine Art Statusreport dieses Roboters, oder? Im Kampf werden sich seine Schwachstellen zeigen. Wir müssen nur die Ruhe bewahren. Dann siegen wir auch. Wir sollten uns eine Siegerpose ausdenken. Ich meine, der Kampf wird schließlich live übertragen. Vielleicht starten wir ja einen neuen Trend. Ohne mich. Du hast eine Siegerpose, du Arsch. Sackgasse? Hätten wir diese M-Munition, M-Units nicht verwendet, hätten wir da oben noch ein Chip entfernen können. Die Röhren kommen wir wohl nicht wieder rauf. Gibt schon einen Weg. Da ist irgendwas. Ich bin gleich da. Hey, das war haarscharf. Okay, es ist nur so ein kleiner. Ja, ich habe schon härteres gedacht. Keine Chance. Ja. So eine Sau. Jetzt hör auf damit. Hör auf dich zu bewegen. Nein, noch nicht. Jetzt. Keine Chance. Dich kriegen wir schön in Serra. Du hast fast meinen Namen geklaut. Das finde ich nicht gut. Ach, guck mal, der hat auch noch Ärmchen und so, ne? Schockanfällig, ja? Da kenne ich was. Und Barrett kennt da auch was. Ja, wusste nicht, wo ich war. Ja, wir hätten ihn auch die Ärmchen abschlagen können, aber was soll's. Wir können ja auch eigentlich das hier machen. Kannst du mal irgendwo hingehen, wo du dich im Weg bist?
Gegen Serra musst du das machen. So, mein Freund. Du bist in Schock. Was machen wir denn da am besten mit dir? Ah, ich habe auf den Arm gedrückt. Ah, den Fehler mache ich schon die ganze Zeit, ne? Ja, ich habe jetzt schon die ganze Zeit Serra anvisiert. Dann sollte ich das auch weiterhin machen. Weg mit dir. Hab ich gut ausgewichen. Keine Chance. Na gut. Du willst es nicht anders, ja? Ich setze jetzt ein paar Blitze gegen dich ein, mein Freund. Was willst du denn jetzt machen, ne? Ja. Scheiße, wa? Das Ding hat uns den Weg freigeräumt. Direkt in die Höhle des Löwen. Den wir natürlich besiegen werden. Ist hier vielleicht noch eine Karte versteckt? Ich meine, ich muss dann zurücklaufen, ist mir klar, aber ist mir doch egal. Ich weiß nicht, ich würde mich gerne noch ausruhen. Ich speichere jetzt am besten mal. Für den Fall der Fälle, dass kein Punkt kommt zum Heilen. Ich meine, es macht ja auch Sinn, dass da nirgendwo ein Punkt ist zum Heilen, ne? Weil wer packt eine Bank hier in den Reaktor, wo man arbeitet. Da sitzt man ja nicht. Aber weiß ja die. Hä? Wie bist du denn gekommen? Achso. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Kiste. Na, zumindest ein bisschen Heilung. Ein Äther. Aber keine Karte. Vorwärts! Auf in den Kampf! Ja, das sind wenigstens leichte Gegner. Genau so! Es ist aus! Bis hier und nicht weiter! Oh, da lebt noch was! Oh, Materieaufstieg! Heilen! Schon wieder? Schon wieder heilen hochgegangen, das finde ich gut. Heilen ist aber gut. Wir werden den Leuten eine Show bieten, die sie ihr Leben lang nicht vergessen. Nummerier schon mal deine Bolzen, Blechklotz. Genau, mit Avalanche ist nicht zu spaßen. Da fährt er hoch. Keine Bank zum Sitzen, nein? Nix? Nada? Schade. Oh, das ist ein Aufzug. Jetzt dauert's nicht mehr lang und wir sind wieder zu Hause. Glaub mir, das schwöre ich. Ja, Marlene wartet schließlich. Bestimmt sogar auf Cloud. Hm? Wenn er nicht so grantig ist, vielleicht. Kommt auf die Kohle an. Da können wir nicht rein. Ich würde gerne rein. Wo ist jetzt diese verdammte Müllentsorgung? Ich weiß nicht, Leute, ich speichere noch mal kurz ab. Ich will ja nicht lowlife reingehen, aber ich will auch meine Ressourcen nicht verschwenden. Es tut mir leid, das ist ein Widerspruch in mir. Der lässt es nicht zu. Ich kann es einfach nicht zulassen, low in einen Kampf reinzugehen, und ich kann es auch nicht zulassen, meine Ressourcen einfach zu verschwenden. Worauf wartest du? Öffne die Tür. Die ist verriegelt. Gibt's einen Weg, sie zu öffnen? Ja, von dort drüben. Langsam geht Shinra mir echt auf den Sack, Leute. Da hinten ist übrigens auch die Entsorgungsstation, wie es scheint. Du meinst die, wohin wir die Roboterteile geschickt haben? Ach, die Schatzkammer. Da will ich nichts gesagt haben.
Wie lässt sich die Tür öffnen? Denkbar einfach. Man muss nur die Hebel da gleichzeitig umlegen. Ich nehme die mittleren. Und ich den hier. Bleibt noch der da für dich. Na gut, dann wollen wir mal. Auf drei! Eins, drei! Woo! Hä? Die Hebel des Sicherheitspuls müssen gleichzeitig bedient werden, um die Notfallsperre zu entriegeln. Die Hebel von Barrett und Cloud werden mit L und R bedient. Bewege gleichzeitig L und R in die auf dem Monitor angezeigte Richtung, sobald Tifa das Kommando gibt. Okay. Die Notfallsperre ist momentan aktiv. Wir müssen die Hebel also gleichzeitig umlegen, ja? Okay, alle auf mein Kommando. Überlass das mal Tifa. Was soll das heißen? Na, wer wird denn hier streiten? Also gut. Eins, zwei. Die Notfallsperre wurde aufgehoben. Ha! Gleich auf Anhieb geschafft! Wir sind halt ein Team! Dafür brauchte ich ein Tutorial. Das war perfekt getimt. Allerdings. Oh, Schatzkammer öffnen. Ich hoffe, da ist irgendwas zum Ausruhen. Mal einen Blick in die Schatzkammer werfen. Kinder, jetzt Hagels Geschenke. Wenn du reinkommst. Verriegelt? Ja, mit höchster Sicherheitsstufe. Was heißt das konkret? Dasselbe Spiel wie gerade, nur mehrmals hintereinander. Ha! Kinderspiel! Ja, versuchen wir's. Easy. Aber wo ist denn das Problem? Aktuelle Einstellung, maximale Sicherheitsstufe. Barrett, Cloud? Richtet euch genau nach mir, okay? Also gut, dann... Warte auf Tifas Zeichen. Ja, ja, schon klar. Leg los, Tifa. Also gut, es geht los mit der ersten Kombination. Eins, zwei... Hä? Das war nur zum Aufwärmen, okay? Das wird schon. Eins, ach so. Zwei... Sicherheitsstufe 1 aufgehoben. Sagt ja niemand, dass das auf dem Bildschirm angezeigt wird. Immer weiter so. Okay, nächste Runde. Eins, zwei. Sicherheitsstufe 2 aufgehoben. Super. Ich glaube, ihr habt den Dreh raus. Na sicher doch. Ja, wenn man weiß, dass es angezeigt wird. Zwischen würde ich alle Hebel der Welt in Bewegung setzen. Die Hälfte wäre geschafft. Jetzt kommt der Endspurt. Eins, zwei. Bitte? Nicht so hektisch. Bitte? Wir schaffen das. Das war perfekt. Eins, zwei. Was? Sorry. Das war perfekt. Du willst mich verarschen. Jetzt aber. Eins, zwei. Sicherheitsstufe 3 aufgehoben. Schweine. Absolut spitze. Uns hält nichts auf, was? Alles Schweine. Aber das ist genau. Ich hab's. Nur noch eine Kombination. Wie? Jetzt bloß nicht schwächeln. Eins, zwei. Was? Versuchen wir es nochmal. Ey, also ich mach's perfekt. Das wird schon. Eins, zwei. Ich hab's genauso gemacht. Stufe 4 aufgehoben. Entsorgungsstation wird entriegelt. Ah. Jetzt wird die Kuh ordentlich gemolken. Das ging schneller, als ich dachte. Gute Arbeit, Leute. Verdanken wir ausschließlich deiner guten Führung, Tifa. Ach, hör doch auf, das bisschen zählen. Du hast nicht mal Start gesagt. Du hast scheiße gearbeitet. Du hast nicht mal gesagt, worauf wir achten sollen. Du hast einfach gesagt, wir sollen auf dich achten. Ja, aber von hinten, wer achtet auf hinten, von hinten auf dich? Nur von vorne achtet jemand auf dich. Ah. So. Wo ist die Schatzkammer? Gib her den Scheiß. Tatsächlich! Genau wie du gesagt hast, Cloud. Dann haben sich die Mühen ja gelohnt. Stopft euch die Taschen voll! Und zwar pickepacke! Eine Gigabombe. Ein Kern. Bekommen wir hier? Zwei Äther, wow. Zum Glück habe ich nicht noch mehr davon entfernt. Nur Scheiße. So.
Keine Bank zum Ausruhen. Oh, lila Materia. Magieboost. Hey, ich habe noch keinen Magier, aber das kommt noch, Leute. Das kommt noch, versprochen. Eines wunderschönen Tages habe ich einen Magier. Eine Bank. Muss shoppen gehen. So. Megatrank. Nice. Bombenmission. Wir kaufen auf jeden Fall die drei Megatränke. Ja, ich meine, die Phönixfeder ist gerade günstig. Aber ich habe 25 davon. Dann lieber zur Not einen Trank haben. Habe ich mich jetzt ausgeruht? Nein. Das Wichtigste habe ich nicht erledigt. So, jetzt fühle ich mich gut. Aber das bedeutet auch, jetzt kommt der Bossfight, Leute. So, das war's. Wir haben den Roboter so krass geschwächt, wie es nur eben geht. Und morgen geht es los. Morgen kommt der Kampf der Kämpfe. Der Titan gegen die drei Dödel. Mal gucken, wer gewinnt. Bis morgen. Ciao.